Die optische Achse ist die X-Achse. Wir betrachten eine Sammellinse mit nicht vernachlässigbarer Dicke. Also zu dem Zeitpunkt soll diese Dicke hier nicht vernachlässigt werden. Und wenn wir ein Endergebnis haben für diese Linse mit nicht vernachlässigbarer Dicke, dann lassen wir einfach D gegen 0 gehen, weil eine dünne Linse natürlich dann voraussetzt, dass D ungefähr 0 ist. Und somit haben wir dann auch unsere Abbildungsmatrix für die dünne Sammellinse. Ja, wie kann man jetzt hier vorgehen? Im externen Video haben wir bereits die Translationsmatrix und die Brechmatrix. Statt jetzt mit der Geometrie zu argumentieren und alles über die Geometrie herzuleiten, kann man jetzt das verwenden, was man hat. Ja? Wir haben ja hier einen Lichtstrahl, der jetzt wieder nahe an der optischen Achse liegen soll. Ja? Den Winkel, den benenne ich jetzt mal zur Abwechslung Phi1. Und dann habe ich hier den Auftreffpunkt. Ja, da hier wird er dann gebrochen in der Linse. Dann vollzieht dieser Lichtstrahl eine Translation und dann wird er hier hinten wieder gebrochen und geht aus der Linse raus. Okay, also haben wir hier eine Brechung, hier eine Translation und hier wieder eine Brechung. Für alle drei Stellen, wo was passiert mit meinem Lichtstrahl, habe ich eine Matrix und das mache ich mir jetzt zunutze. Ich sage, hier ist der Brechindex N1 und hier ist der Brechindex N2. So, jetzt sage ich, die Matrix L, die mir ja die Matrix, die Abbildungsmatrix beschreibt für eine Sammellinse mit nicht vernachlässigbarer Dicke, die bekomme ich, indem ich erstmal die Position hier auf meinen Lichtstrahl festlege. Also das hier, wie bereits im externen Video besprochen, kann ich ja verschieben. Kannst zu dem interessanten Punkt hier hinlegen, ja? Und dann ist sozusagen der Winkel hier der Brechwinkel. Ja. Also solche Parallelverschiebungen sind ja stets möglich, aber das ist jetzt eben das Schöne, ich brauche das gar nicht mehr tun. Ja. Das kann ich alles vergessen. Ich habe die Matrizen. Ich kann sagen, ja, ich schaue mir einen Punkt an auf meinen Lichtstrahl. Dann brauche ich, bezogen auf die Dimension y, eine Koordinate y1. Das wäre dann das hier. Ja, und einen Winkel, ja, unter den der Lichtstrahl hier auftrifft. Das ist n1 mal phi1. Ich muss natürlich den Brechindex hier beachten. Ja, in welchem Medium bin ich? Es kann nicht immer nur Luft sein, aber meistens ist es Luft. Dann fällt er näherungsweise, weil er 1 ist, sowieso raus, dann steht eben nur der Winkel drin. Aber wir halten es allgemein und lassen alle Medien zu. So, was passiert mit dieser Position hier? Naja, ich bin hier, jetzt wird gebrochen. Mein Lichtstrahl verläuft in der Linse anders. Also dafür ist die Brechmatrix verantwortlich. 1, 0, N1 minus N2 und jetzt brauche ich einen Radius hier unten und naja, wir setzen hier einen allgemeinen Fall voraus. R1 muss nicht zwingend R2 sein. Diese Sammellinse ist ja in 3D ja, ein Objekt, das aus zwei Sphären besteht, aus zwei Kugelausschnitten. Ja? Einmal diese Hälfte und einmal die andere Hälfte, die hintere. Und zu jeder Sphäre gehört ein Radius. Also sagen wir, M1, das ist der Mittelpunkt, der zu diesem Sphärenausschnitt gehört. Ja, den verbinde ich mit meinem Radius. Das ist R1. Ja, aber dann gibt es auch noch zu dieser Sphäre einen Radius und einen Mittelpunkt. Ja, den setze ich jetzt mal hier hin. M2. Das ist natürlich dann dieser Abstand hier. So, und man sieht jetzt, dieser Abstand. Der Radius ist größer wie der schon aus der Skizze ersichtlich. Also ist diese Bedingung hier schon mal gegeben. Die ganze Skizze ist natürlich OBDA gültig. Gut, dann setzen wir natürlich hier den Radius ein,
der für die erste Brechung verantwortlich ist oder der zu der ersten Sphärenhälfte gehört, der die Brechung verursacht. Also das ist dann R1. Also hier steht R1. Diesen Vektor, den ich dann bekomme, das ist ja Matrix mal Vektorprodukt, also ein Vektor, den schiebe ich dann durch meine Translation und vollziehe diese Translation in meiner Sammellinse drin. Ja, okay, die Sammellinse hat den Brechindex N2. Dann schaut meine Translationsmatrix so aus. 1, hier muss D stehen, die Dicke von meiner Linse. Ja, durch N2. Und hier steht 0, 1. Ja, und jetzt wird hier hinten nochmal gebrochen. Aber da müssen wir aufpassen. Wir haben zwar wieder eine Brechmatrix hier, aber wir brechen jetzt nicht vom optisch dünneren ins optisch dichtere, sondern vom optisch dichteren ins optisch dünnere Medium. Also dreht sich das hier um. Weil diese Brechmatrix, die haben wir ja so im externen Video hergeleitet, dass wir hier vorausgesetzt hatten, N2 ist größer N1. Ja, wir sind vom dünneren ins dichtere, ja, von meinetwegen Luft ins Glas, ja. Aber jetzt gehen wir von Glas in Luft, also dreht sich der Zähler um und natürlich müssen wir den Radius hier abändern, weil jetzt ist natürlich für die hintere Brechung die andere Sphärenhälfte verantwortlich. Also steht hier 1, 0, N2 minus N1 durch R2 und daneben die 1. Okay. Das heißt, wenn wir das hier berechnen und dann wieder den Vektor rausziehen, dann bekomme ich diese Abbildungsmatrix für eine Linse mit nicht vernachlässigbarer Dicke. Das wollen wir jetzt machen. Ich fange an mit der Rechnung. Ja. Also, wir brechen 1, 0, N1 minus N2 durch R1, 1. Ja, Y1, N1, Phi 1 ist gleich Y1. N1 minus N2 geteilt durch R1, das Ganze klammer ich, mal Y1 plus N1 mal Phi 1. So, fertig. Jetzt die Translation. 1D durch M2, 0, 1 mal der Vektor. Y1 N1 minus N2 durch R1 mal Y1 plus N1 Phi 1. Okay, was kommt da raus? Ja, den oberen, den der wird schwierig, der untere, den können wir einfach abschreiben, weil da die 0 und die 1 plus drin steht. Aber oben schaut es so aus. Y1 plus, ich klammer mal das hier aus. Also D durch N2, Klammer, Klammer, N1 minus N2 durch R1, Klammer, Y1 plus N1 mal Phi 1, Klammer. Okay, unten schreibe ich einfach ab. 0 mal Y1 ist 0. Also N1 minus N2 durch R1 mal Y1 plus N1 Phi 1. So. Ja, jetzt brechen wir nochmal und dann sind wir schon fertig. Ja, also 1, 0, N2 minus N1 durch R2, 1. Und jetzt, okay, Y1 plus D durch N2, Klammer, Klammer, N1 minus N2 durch R1, Klammer, Y1 plus N1, Phi 1, Klammer. Okay. N1 minus N2 durch R1, Klammer, mal Y1 plus N1, Phi 1. So, fertig. Was kommt da raus? Matrix mal Vektor. Okay. Ja, Y1 plus D durch N2, Klammer, Klammer, N1 minus N2, das obere ist leicht, weil hier die Zeile hier eine 0 hat, durch R1 mal Y1 plus N1, Phi 1, okay, Klammer zu. Das untere, N2 minus N1 durch R2. Klammer, Klammer, Y1 plus D durch N2, Klammer, Klammer, N1 minus N2 durch R1, Klammer, Y1 plus N1, Phi 1, Klammer, ja, und Klammer, wegen dem hier. Okay, plus N2 minus N1 durch R1, Klammer, mal Y1 plus N1, Phi 1. Jetzt sind wir fertig. So, okay.
Jetzt setzen wir mal n2 gleich n, weil wir sagen, außenrum um die Simmellinse soll n1 gleich 1 sein, also Luft. Ja, hoppla, da müssen wir natürlich aufpassen. Das ist n1 minus n2, ja, weil das hier ist ja der Faktor, der sich auf den oberen Eintrag bezieht, ja. Und dann habe ich ja nur einmal den hier und da steht ja der Zähler so dran. Okay, wenn wir das jetzt verwenden, dann steht das Ganze so da. Wir haben y1 plus d durch n, Klammer, Klammer 1 minus n durch r1, y1 plus n1 mal phi1, Klammer zu. Jetzt haben wir hier n minus 1 durch r2, Klammer, y1 plus d durch n, Klammer, Klammer 1 minus n durch r1, Klammer, y1 plus n1 mal phi1, Klammer, Klammer. Okay, hier hinten jetzt 1 minus n durch r1 mal y1 plus n1 phi1. So, okay. Ja, jetzt müssen wir natürlich hier den Vektor rausziehen. Deswegen habe ich ja n1 mal phi1 noch dastehen lassen, obwohl wir hier behauptet haben, ja okay, wir setzen hier n1, 1. Aber wir wissen, wir müssen die Position angeben, immer mit einer y-Koordinate und mit Brechindex mal Winkel. Deshalb lassen wir das an der Stelle noch stehen. Ja, das kann man dann zum Schluss meinetwegen, oder lassen wir es allgemein und sagen, okay, wenn wir in Luft sind, dann ist der Brechindex sowieso ungefähr 1 und dann würde eben da nur der Winkel drin stehen. Aber wenn wir jetzt wieder von dem Spezialfall weggehen, also auch andere Medien zulassen, die um die Linse herum sein können, dann müssen wir den Brechindex ja wieder drin haben. Also, okay, also. Das hier mal die Matrix. Was muss hier stehen? Also, wir haben vier Einträge. Fangen wir mal mit dem hier an. Hier muss stehen 1 minus n minus 1 mal d durch n mal r1. Ja, n2, der Brechindex von meiner Sammellinse, der wurde hier n gesetzt. Ja. Hier. Was muss hier stehen? Das ist der einfachste Eintrag d durch n. Hier muss man ein bisschen scharf hinschauen. Ja, das ist dann ein gutes Beispiel für zu Hause, für langweilige Stunden oder Minuten, je nachdem, wie schnell man ist. Mal dieses Matrix mal Vektorprodukt ausmultiplizieren und nachprüfen, ob da tatsächlich dieser Vektor da steht. Man muss natürlich ein paar knifflige Umformungen treffen. Also man kann nicht hier oben einfach den Vektor hier rausziehen und schon steht die Matrix da. Man muss hier ein bisschen umformen und geschickt zusammenfassen. Aber es ist ziemlich spannend, das Ganze. Aber jedenfalls steht jetzt hier in der zweiten Zeile in der ersten Spalte minus n minus 1. Klammer 1 durch R1 minus 1 durch R2 plus n minus 1 mal d durch n mal R1 mal R2. Und jetzt der letzte Eintrag. Da muss stehen 1 plus n minus 1 mal d durch n mal R2. So, das ist die Matrix L. Ja, die Matrix für eine Linse mit nicht vernachlässigbarer Dicke. Ja, hier steht überall die Dicke mit drin. Ja, okay, und jetzt, wenn ich mir eine dünne Linse anschaue und ich interessiere mich für die Abbildungsmatrix, die dünne Linse setzt ja voraus, okay, d ist ungefähr 0, dann setze ich hier für d überall die 0 ein. Ja, dann muss ich mir das hier vorne genauer anschauen, der fällt dann weg. Das wissen wir aus externen Videos, das ist minus 1 durch die Brennweite der Linse. Und schon haben wir die Abbildungsmatrix für eine dünne Linse. Nämlich, die nenne ich mal L-Index 2, 1, 0, minus 1 durch die Brennweite.
und 1. Okay. Puh.